Hallo zusammen, wir sind die Wildbärte und wir zeigen euch heute eine Möglichkeit, wie ihr ganz legal im Wald Feuer machen könnt, im Wald schlafen könnt, Zelt, Hängematte aufhängen. Das ist auch eine perfekte Möglichkeit für euch als Einsteiger, wenn ihr noch nie im Wald geschlafen habt, das zu tun oder auch ein Feuerchen zu machen und so eure ersten Erfahrungen zu sammeln. Trekkingcamps sind vorgefertigte Plätze im Wald, wo es eine Feuerstelle gibt, ein Toilettenhäuschen und der Boden ist auch ebe, sodass man ganz problemlos sein Zelt aufbauen kann. Auch in der Hängematte kann man schlafen oder ganz unter freiem Himmel. Ja, wenn ihr Einsteiger im Thema Outdoor seid und euch dieses Thema interessiert, dann zeigen wir euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Als erstes einmal gesagt, Trekkingcamps sind oft tief im Wald und in der Regel nur zu Fuß zu erreichen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal loslaufen. Trekkingcamps sind auf Google Maps nicht zu finden. Ihr bekommt bei der Buchung die GPS-Koordinaten per E-Mail zugesendet. Und so könnt ihr auch sicher sein, dass ihr in der Nacht nicht gestört werdet. Ja, wie ihr seht, wir sind gerade am Camp angekommen und auch hier an der Feuerstelle. Die Feuerstelle sieht in der Regel immer so aus, sind so Holzbänke drumherum, bietet genügend Platz für über 10 Leute. Im Sommer hatten wir es schon, dass die Feuerstelle wegen Waldbrandgefahr ja gesperrt war. Dort waren dann überall Warnschilder und aktuell haben wir Ende April, von daher kein Problem. Können wir nachher Feuer machen und ja, jetzt gehen wir weiter zum Toilettenhäuschen. Das erste, was einem natürlich hier auffällt, wenn man aufs Camp kommt, die Toilette. Ich zeige euch mal ganz schnell, wie es hinten aussieht. Es ist ein Kompostklo. In der Regel mit dem Kompost gibt es hier auch eine Schaufel mit Rindenmulch oder ähnlichem, um entsprechend nachzuschippen. Eine Anleitung, wie das Ganze zu funktionieren hat, sehen wir normalerweise immer hier in den Toiletten. Einfach ganz normale Regeln, wie das Klo und das Camp hier sauber bleibt. Ein bisschen Toilettenlektüre, wer es denn braucht. Auch eine schöne Sache in jedem Camp ist das Gästebuch. Oft bei den Toiletten anzufinden, nicht immer, manchmal an einem Baumstumpf. Das Gästebuch ermöglicht es den Gästen einfach eine kleine Erinnerung zu hinterlassen. Die sind meistens wasserdicht verpackt, so wie hier unter einem kleinen Dach, gut verstaut. Ja, ich mache es jetzt im Moment mal nicht auf, wir werden später uns auch noch drin verewigen. Das Gästebuch packe ich dann erstmal zurück, später schreiben wir noch was rein. In der Regel sind die Toilettenhäuser so aufgebaut, dass alle Häuser ein Dach mit Regenrinne haben. Die Regenrinne ist dafür da, um Frischwasser aufzufangen, beziehungsweise Regenwasser. Das Regenwasser wird dann normalerweise in so einem großen Tank gesammelt. Ich habe reingeguckt, leider ist der leer, es hat wohl länger nicht geregnet oder jemand hat den Hahn nicht zugemacht. Das Wasser ist dafür da, um natürlich sich, wenn nötig, mal die Hände zu waschen und auch, was in jedem Camp vorhanden ist, die Gießkanne zu benutzen. Die Gießkanne ist dafür da, um ein Feuer löschen zu können, beziehungsweise das Feuer dann entsprechend beim Verlassen des Camps nochmal zu sichern. Was man beachten muss, das Wasser ist kein Trinkwasser, man sollte nicht daraus trinken. Da kann auch mal totes Getier drin liegen, aber in der Regel reicht es wirklich mal, um sich mal kurz die Hände sauber zu machen. Wichtig aber beachten, wenn man Durst hat, immer was mitbringen oder an die nächstgelegene Wasserstelle gehen, nicht hier raus trinken. Was wir hier auch haben, auch ganz oft in den Camps anzufinden, ist nochmal eine Lagebeschreibung des Camps und Notfallnummern, falls man doch mal einen Notfall hat, dass Rettungskräfte auch hierher finden, beziehungsweise dass man entsprechend weiß, wen man kontaktieren kann. Ja, gehen wir hier einmal ums Eck. Da sehen wir hier, haben wir noch eine Tonne stehen. In dieser Tonne befindet sich ein Spaten und eine Schaufel. Ist auch ganz praktisch, wenn man doch mal ein Feuer hat, das ein bisschen zu groß geraten ist, kann man es zuschippen. Das macht das Ganze einfach sicher. Dadurch können diese Plätze gut betrieben werden, sicher. Und es ist einfach eine feine Sache. Was wir hier jetzt noch für einen Fall haben, aus der vergangenen Zeit geschuldet, natürlich ein Desinfektionsspender, wenn man hier sich die Hände mal desinfizieren möchte. In der Regel ist auch was drin, ja. Immer schön hygienisch sauber. Ja, hier sehen wir noch die ganzen Regeln, immer gut sichtbar am Camp. Was man machen darf, was man nicht machen sollte, Verbote. Zum Beispiel der Lärm, man soll sich schön leise verhalten, es sind halt auch Tiere drumherum, die hier leben. Natürlich aufs Feuer achten und den Müll wieder mitnehmen, solche Sachen sind einfach wichtig. Gerne durchlesen und ja, wir haben es auch schon oft erlebt, wir sind hier am Camp angekommen und müssen erstmal aufräumen. Sieht nicht schön aus und ja, das ist einfach, muss nicht sein. Einfach mit dem nötigen Respekt und dem gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen.
Sachen beachten und dann hat jeder seinen Spaß dabei. Ja, wir haben die Nacht gut überstanden. Jetzt haben wir hier nochmal Feuer gemacht, damit wir Wasser kochen können. Und wenn ihr Feuer machen wollt hier im Camp, nehmt auf jeden Fall Werkzeug mit, eine Säge oder eine Axt. Und auf jeden Fall auch bedient euch am Totholz, das hier überall rumliegt und beschädigt keine lebenden Bäume. Ja, wir haben jetzt noch circa eine Stunde, um hier alles wieder in Ordnung zu bringen, unsere Sachen zusammenzupacken und das Feuer klar zu machen. Also, ja, die Feuerstelle wieder in Ordnung zu bringen, dass alles aus ist. Wir müssen gehen um 11 Uhr, denn dann ist unsere Zeit hier im Camp rum. Die Camps haben Öffnungszeiten, bzw. Zeiten, in denen man sie als gebuchter Besucher besuchen darf. Hier in der Pfalz zum Beispiel ist es die Anreise nachmittags um 1 und morgens um 11 muss man verschwunden sein. In der Zwischenzeit haben dann die Ranger oder die Parkwärter dann die Zeit, sich hier umzuschauen, alle Sachen in Ordnung zu bringen, falls doch jemand doch mal Unfug angestellt hat und alles in Ordnung zu bringen für den nächsten Gast. Wenn euch interessiert, wie unsere Nacht hier im Camp war, wir haben das Ganze natürlich auch dokumentiert, schaut dann einfach in das verlinkte Video rein. Ja, wir haben uns jetzt mit unserem Aufkleber hier im Camp Buch verewigt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, ihr konntet ein paar gute Infos mitnehmen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Euch viel Spaß bei euren Trekking Camp. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Bis zum nächsten Video. Macht gut. Ciao. Ciao. Trekking-Caps. 3, 2, 1. Das ist auch eine perfekte Möglichkeit. Was denn? Oh Mann, das war alles. Ich habe mich gerade voll gut. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr wissen wollt. Okay. Tachchen, Leute. Tachchen. 24 Stunden in einer Regentonne. Es könnte ich machen. Selbstversuch. Wie ich bin. Okay, 3, 2, 1. Perfekte Gelegenheit. Nein. Trekking Camps sind. Ich weiß, Fließband. Ich weiß, hier mit sich selber. Nein. Nein, möglich. 3, 2, 1. Wenn ihr Einsteiger seid. Wenn ihr Einsteiger seid und wisst, wie das läuft, dann bleibt da. Oh, toll. 3, 2, 1 und los. Ja, wenn. Ja, wenn ihr Max verprügeln wollt. Dann geht's euch wie mir. Oh Gott. Es ist. Ja, wenn ihr Auto. Scheiße, du musst alles anfangen. Ja, wenn ihr Outdoor seid, dann würde ich sagen. In der Regel sei. In der Regel sei gesagt. Als erstes sei gesagt. In der Regel sei gesagt. Sei erwähnt. Der König hat verkündet. Bitte erwähnen. Sind die Toiletten. Die Toiletten sind natürlich. Hast du schon.